Ja, es ist noch schön warm draußen, aber der Winter kommt und wir haben hier so zwei Mützenmodelle, die ganz einfach zu nähen sind. Die möchte ich dir mal zeigen, Vera. Okay, bin ich ja mal gespannt. Ja, also die sind zuckersüß und wie schon gesagt, einfach zu nähen. Wir machen jetzt ein Video für beide, weil die ähnliche Arbeitsschritte haben. Wir fangen mal an mit der Mütze Merle. Das ist nicht nur eine Mädchenmütze, sondern Unisex. Also guckt euch immer die Bebilderung im Shop an. Wir geben uns da wirklich viel Mühe. Das Falls ist noch mal ein Junge kommt. Ja. Genau, Okay. wir wissen ja, dass die Jungs da so ein bisschen benachteiligt sind. So, das ist das Schnittteil für die Mütze Merle. Auch wenn das ein Mädchenname ist. So, wichtig ist hier, dass diese Seite im Bruch zugeschnitten wird. Ja. Also das heißt, hier habe ich jetzt mal den Stoffbruch liegen Ja. aus dem Fließstoff. Also die Mütze nähst du am besten auch aus einem dehnbaren, dickeren Stoff. Ja. So, dann legst du diese Kante hier Schön bündig da an. an den Stoffbruch. Okay. Na, und dann schneidest du sozusagen ab hier dann darunter. Ja. So, das ist relativ einfach. Und dann nähst du hier die Naht zusammen, rechts auf rechts. Das habe ich schon mal vorbereitet. Ja. Das schaut nämlich dann so aus. Also, das heißt, hier vorne haben wir den Bruch. Ja. Nee, ich habe noch gar nicht genäht. Genau. Also so sieht es dann aus. Ah, siehst du? Kann ich das mal schön zeigen. So. Okay. Würde ich jetzt nicht meinen, dass eine Mütze draus Ja, das gibt ein Überraschungspaket. Genau. So, dann haben wir einen Streifen drin. Den habe ich jetzt hier schon mal aufgesteckt. Und zwar habe ich den Streifen gedreht. Also ich habe den Ja. einmal rechts auf rechts genäht. Habe den umgedreht, habe die Naht sozusagen mittig nach innen gelegt und den stecken wir jetzt hier drauf. Das ist auch im Schnitt eingezeichnet, die Position. Ist auch egal, ob rechts oder links, weil dann wird hier später die Mütze, wenn die geschlossen ist, hier vorne so durchgesteckt. Ach so. Ich habe jetzt leider kein Mützenteil da, um es zu zeigen, aber Kannst mir wird gleich eine vorstellen. Mütze Ja. draus. So, jetzt legen wir sozusagen die Naht darüber. Kommen. Also, wir schließen jetzt die offene Naht und zwar, kann man das mal gut zeigen kann, von hier unten nähen wir jetzt hier Ja. hoch bis dahin. Okay, nur bis in den ersten Zipfel. Genau. Und bei der, also es ist letztendlich von der Verarbeitung ähnlich wie bei einer Bini. Und zwar die zweite Naht nähen wir dann ab dem Bruch. Also wir fangen dann hier an der Bruchkante an Ja. und nähen hier oben. Und dann nähen wir die Dinger zusammen, dass es eine runde Mütze oben gibt. Ich bin gespannt. Okay, dann haben wir, das ist mir schon eigentlich das große bei der Mütze. Dann haben wir noch ein Innenteil. Das verstürzen wir dann. Das schaut so aus. Das wird Ja. auch im Bruch zugeschnitten. Also hier vorne habe ich auch den Bruch. Ähnlich nach Verarbeitungsweise wie das. Das wird dann miteinander verstürzt, hier abgesteppt und dann ist das Ding auch schon fertig. Als Bommel habe ich das hier. Ja. Hast du einfach geschnitten, also da Genau. brauchst du auch nichts Genau. zum Kurbeln oder irgendwie so, ne? Nee, gekommen wird Wäre ein bisschen viel Arbeit vielleicht so besonders. Was ich da nochmal zeigen möchte, wir haben hier ein Video Zuschnitt für Anfänger, da zeigen wir das auch, das ist ja wirklich ein Teil, auf das ich nicht mehr verzichten möchte. Meine Schneidematte, hier mein Lineal, da kannst du nämlich ganz toll hier mit dem Cutter, aber gefährlich, Pizzamesser. ja, Pizzamesser, aber wirklich aufpassen. Da kannst du nämlich ganz toll so Streifen schneiden. Jetzt bin ich gar Ja. nicht durchgekommen. Was So, ist genau. Das Vlies muss man immer mal kurz nachschneiden. Viel Druck drauf geben. Ja. Und wenn das Messer neu ist, dann geht es durch wie Butter. So, dann kann ich dadurch wunderbar diese Streifen schneiden. Mit der Schere geht es auch, aber ist natürlich ein bisschen mühseliger. Ja. Und vor allem hier kann ich richtig feine Streifen schneiden, was ich mit der Schere definitiv nicht so Ja. akkurat hinbekomme. Mach dann sozusagen einen Knoten rein. Fertig ist der Fuchs. Ist einfach. Wie gesagt, das ist natürlich hilfreich. Mit der Schere muss man ein bisschen schnippeln und vor allem Ja. halt gerade schnippeln. Vlies franzt nicht, muss daher auch nicht versäubert werden, ist eine schöne Sache. So, das ist die Mütze Merle. Wir gehen gleich an die Maschine und nähen die mal fertig. Und jetzt wollte ich noch die Mütze Frieda zeigen. Machen wir kurz die Vorbesprechung. Da gibt es zwei Variationen. Das Unterteil der Mütze ist immer gleich.
Und dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder so eine Zipfelmütze zu machen, ja, oder eine runde Mütze. Mhm. Und die runde Mütze, die habe ich sogar da, die schaut so aus. Ach, die ist ja süß. Sehr. Sogar mit ein bisschen Ohrenschutz hast du dir unten gemacht. Genau, und auch für die Kleinen ist die ganz, ja, gut geeignet, weil du die hier noch binden kannst. Ja, haben wir schon ganz, aus ganz süßen Stoffen genäht. Ist eine richtig witzige Mütze, finde ich auch in die Sex, ja, mit dem Zipfel. Also mit diesem Zipfelteil hier. So, also wie machen wir die? Das hier ist vom Prinzip her wie unsere Beanie bzw. Rasemärle. Ja. Also, mhm, auch kein Problem. Also das Oberteil schaut sogar aus wie bei unserer Beanie. Das heißt, ich lege auch das hier in den Bruch, mhm, wieder wie wir es gezeigt haben, schließe da hinten die Naht und nähe, ja, das. Also letztendlich gleich, wie wir es bei der Merle machen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen bei dem Teil. Das ist das hier. Ja. Und zwar ist nämlich hier der Fadenlauf eingezeichnet. Weil sonst, aha, passt es nicht. Ihr müsst die Seite, die obere und die hintere Seite zusammennähen. Die untere Seite muss ja, geschlossen bleiben. Das ist wichtig. Also Fadenlauf nach unten, ja, das wird dann später hier dran genäht. Ah, verstanden? Okay. Ja, verstehe ich. Also hier oben, okay, und hier hinten zusammennähen. Das habe ich jetzt hier schon mal gemacht. Ja. Und dann gibt es das untere Teil, dieses, ich sage es mal mit den Ohren drin. Ja. So, das sind zwei Teile, weil ich die miteinander verstürze. Und zwar legt man die, so schaut das aus. Mhm. So. Auch hier ist wieder der Bruch geschnitten. Mhm. Hier hinten habe ich zusammengenäht. Also so kurz, da kommen die Ohren runter. Das, ja, ist das hier. Genau. Da sind die Ohren. Das kommt logischerweise nach vorne, dass ich hier keine Naht habe. Ja. Das habe ich jetzt zweimal. Das heißt, ich lege das jetzt rechts auf rechts zusammen. Also, das heißt, ne, so. So, rechts auf rechts. Genau. So. Wenn ich möchte, kann ich jetzt diese Bänder anbringen. Ja. Und zwar muss ich die Bänder zwischen die zwei Teile reinlegen. Da unten ist ein Zwick, dass ich, mhm, weiß, wo die kommen, also wohin die kommen. Dann lege ich das Band hier rein, dass es hier unten rauskommt. Ja. Nehmen wir jetzt mal so. Und dann natürlich auf der Gegenseite. Und dann wird hier unten die komplette Naht zugenäht, wird verstürzt und die Naht wird hier dran genäht. Das machen wir auch gleich an der Maschine. Ja, bin ich gespannt. Also, relativ simpel. Lass uns loslegen. Gut. So, guck mal, jetzt haben wir hier die untere Naht, mhm, gerade genäht. Das heißt, jetzt kann ich das umklappen. Dann ist das hier schön sauber eingefasst. Ja. Ich kann die Streifen natürlich auch kleiner schneiden oder ein gekauftes Band nehmen. Ja. So, hier hätte ich jetzt noch mal ein bisschen besser aufpassen müssen, dass Naht auf Naht trifft. Aber da das jetzt umgeklappt wird, ist es jetzt auch nicht so schön. Sage ich jetzt mal so. Wer möchte, kann jetzt hier schon mal absteppen oder das, mhm, später machen. Also da alles möglich. So, jetzt wird dieses Teil, damit man das mal, kann es nicht erreichen, genau, dass man das noch mal ganz gut sieht. Ist die Zipfel? Die Zipfelmütze. Zipfelmütze, so. Jetzt wird auch gut das für Karnevalskostüme. Ja, ganz klar. Stimmt, stimmt. Also, vordere Mitte kann ich mir noch einen Zwick machen. Mhm. Trifft dann hier auf dieses vordere Teil der Mütze. Ja. So, dann nähe ich das jetzt rundherum an. Und zwar drei Teile, ne? Die zwei Teile vom, ja, unteren und das eine Teil von der Mütze. So, jetzt kann ich mir das noch vorher jetzt mal rundherum stecken. Ich denke jetzt, das passt. Und dann legen wir das jetzt mal in die Maschine rein. Das nähe ich jetzt auch alles mit einem geraden Stich, weil das Vlies sich dehnt, weil der Mütze ja auch das nicht so ausdehnen muss. Also kannst aber auch einen Zickzackstich nehmen, musst du vielleicht mal auch probieren. Mhm. Geht, ich finde, es geht einen geraden. So. Hier der Deckel schon wieder runter. Die Naht trifft dann da hinten logischerweise, ja, auf die Naht. Als Anfänger können sich das alles noch stecken. Ja, bei so einer Mütze muss ja nicht unbedingt. Nee, das ist, da kommt es auch auf einen Millimeter jetzt nicht an. Wir gucken, dass hier die Naht auf Naht trifft. Mhm. Den Stoff kannst du auch immer noch ein bisschen ziehen. Also genau, der dehnt sich. Und du musst den auch ein bisschen schieben. Also, ja. Also
jetzt, wenn wir alles richtig gemacht haben, sind alle linken Nähte auf der Seite. Jetzt drehen wir das um. Fertig ist die Mütze. Also, fertig. Das ist sehr schön. Ne? So, jetzt kannst du hier noch überall absteppen. Also da Bömmelchen kannst du ganz genau das Bömmelchen hinten. Ja. Und jetzt überlege ich gerade, habe ich es richtig gemacht? Ja, doch, jetzt bin ich gerade erschrocken. Nein, und zwar die Rundung logischerweise muss hier oben sein, dass das hier später nach unten sitzt. Kannst du auch so ein Pompon dran machen. Also da kannst du hier wirklich ganz kreativ arbeiten und dann würde ich mal sagen. Verzieren. Genau. Und wenn du das aus verschiedenen Stoffen machst, dann wirkt es auch schon wieder gleich wieder anders. Also ja, so wie bei deiner Mütze, die du gerade gezeigt hast. Genau. Ja. So, das ist jetzt hier die Mütze Frieda und jetzt gehen wir an die Mütze Merle. Mhm. Also jetzt kommt hier oben dieses Teil, was du gesagt hast, ob das funktioniert. Ja. Wo ich anfange, ist relativ egal. Ich mag das immer, wenn ich hier am Stoffbruch anfange. Das heißt, ich lege das jetzt hier unten einen Zentimeter, also ein bisschen weiter unten an. Ich lasse es jetzt in einer schönen Rundung nach oben laufen. Verriegel da unten einmal. Mhm. So. Gucken, dass ich hier einen Zentimeter dann rauskomme. Das heißt, ich nähe jetzt hier. Nächste also wirklich bis zum Ende durch. Bis zum Ende durch. Das heißt, ich fange hier am Stoffbruch an, nähe hier so eine Kurve, dass es einen schönen Verlauf hat und nähe das durch. Das heißt, wenn ich das jetzt auseinanderschlage, schaut es so aus. Die Naht beginnt sozusagen dann im Stoff. So, war nicht jetzt so schwierig. Jetzt machen wir die andere Seite. Da fange ich jetzt auch wieder hier oben an. Und nähe die jetzt runter. Alles nächste noch. Komplett bis unten dann? Oder? Ja, bis zum Ende der Naht. Hier bis zum Ende. So. Jetzt habe ich die zwei Teile. Jetzt. Jetzt entspannt. Jetzt klappe ich das auseinander. Also, beziehungsweise, ich will ja jetzt Spitze für Spitze annähen. Also letztendlich wird das jetzt alles hier oben so zusammengefasst, dass es später hier oben eine Mütze wird. Das heißt, ich nehme jetzt, egal wo ich anfange, ich nehme jetzt die nächste Zacke oder Spitze, lege jetzt auch wieder hier rechts auf rechts zusammen. Jetzt fange ich auch hier wieder an. Ja, wieder im Stoff. Und nähe genau bis zur Naht. Also wichtig ist hier, dass alle Nähte an einem Punkt oben zusammenlaufen, wie bei der Bini. Ja. Also, probieren wir das mal. Jetzt wieder wie vorhin gezeigt, ich fange den Stoff an. Da siehst du die Naht. Ja. Und das Teil geht einen Zentimeter über die Naht, weil es die Nahtzugabe ist. Das heißt, ich kann mir jetzt entweder vorher einen Punkt machen oder eine Nadel stecken. Ich stecke mal die Nadel rein und das einmal ganz ausführlich zeigen. So, wo ist für die? Anfänger? Für Anfänger, genau. So, da ist jetzt, auf der Höhe ist die Naht. Ja. Rein theoretisch darf ich jetzt nicht weiter als bis zur Naht nähen. So, jetzt mache ich auch hier wieder. So. Nähe ich praktisch da bis zur Markierung. Du kannst sonst auch einen Punkt machen oder wie auch immer. Jetzt gucken wir, ob wir es getroffen haben. Ja. Na, also das heißt, ab der Naht höre ich auf. Jetzt nehme ich das nächste Teil und mache dasselbe Prinzip. Auch hier immer wieder bis zu diesem Punkt, bis zur Naht. Es ist jetzt da oben, weil der Bömmel... Ich glaube, jetzt ist hier der Fallende gerade. Nee, gekommen. Das ist gut. Dadurch, dass später der Bömmel da oben hinkommt, ist es auch nicht schlimm, wenn da mal, ich sag's mal, nicht alles exakt aufeinander passt. Weil du ja nachher noch den Bömmel drauf nähst. Wenn du den Bömmel weglässt, sollte es dann halt hübsch aussehen. Ja. So, das heißt, ich nähe, jetzt habe ich es wieder einfach, weil jetzt sehe ich ja die Naht. Nähe ich auch hier wieder, jetzt gucken wir mal, dass ich das auch alles nähe. Siehst du, da muss ich jetzt noch ein bisschen weiter nähen, dass Naht auf Naht passt. Ja. Also da muss ich jetzt noch, musst du noch ein Stückchen dazu muss ich jetzt noch 2 mm zugeben. Wenn man das einmal gemacht hat, dann ist es eigentlich kein Problem aus dem Vlies. Dies verzeiht viel. Siehst du, jetzt laufen die Nähte alle an dem Punkt zusammen. Ah, ja, okay. Jetzt nehme ich das nächste. Also wichtig ist immer, dass ich oben... Das ist eine ganz schöne Fummel. Das ist ein bisschen Fummel, aber wenn du es einmal gemacht hast, dann ist es einfach so süß. Ich finde die echt richtig süß. So, ich finde, es rentiert sich da auch ein bisschen Arbeit zu machen. So, jetzt ertaste ich mir die Naht. Die jetzt auch schon ein paar Mal.
ich das nochmal gucken. Passt so einigermaßen. So, jetzt nehme ich das letzte zusammen. Und die letzte. Je dicker der Stoff ist, desto mehr verzeiht wird. Also Plüsch oder so siehst du das gar nicht. Guck. Oh ja, wie ein Stern. Wie ein Stern, genau, es laufen da alle zusammen. So, jetzt habe ich das obere Teil der Mütze sozusagen genäht. Das hatte ich ja vorhin schon aufgesteckt. So, jetzt nehme ich das Teil hier. Das habe ich vorhin schon gezeigt. Und stecke es rechts auf rechts wieder auf. Logischerweise auch hier, dass Naht auf Naht trifft. Vorne ist ja der Bruch. Wir haben ja beide Teile im Bruch zugeschnitten. Das heißt, ich stecke das jetzt ineinander. Moment. Das muss ich da durchziehen. Das muss ich da durchziehen. Wird gleich eine Mütze draus. Ich stecke es mal hier einmal fest. Jetzt kann ich es mir besser vorstellen. Ja. So, jetzt werden die zwei Teile, also jetzt wird die Mütze rundherum zusammengenäht. Ja. Das machen wir jetzt. Ich fange hier hinten an der Naht an. Anfänger bitte jetzt vorher alles stecken, dass das alles sauber ist, dass ich da nichts verzieht und nichts verdrehen und verschieben kann. Und jetzt rundherum hängt jetzt die Mütze zusammen. Ja. Dadurch wird dann auch hier dieses Band automatisch mit eingefasst und fixiert. Dann ist das Ding eigentlich auch schon fast fertig. So, ist so ein bisschen eine Naht, aber wir sind jetzt ja gleich. Der Tisch rumpelt hier so ein bisschen. Die Maschine ist eigentlich ganz leise. So, verriegelt. Aus dem Wasser. Fertig, ja. Genau. Können wir die Nadeln da entfernen. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, sieht alles sauber aus. Jetzt würden wir die Nahtzugabe zurückschneiden. Ja. Was wir jetzt nicht tun, weil wir jetzt nicht so viel Zeit haben. Jetzt drehen wir das Ganze hier um. Ja. So, und dann nähst du sozusagen hier an der Kante entlang, aber stecken, einzeichnen, dass das sozusagen gerade wird. So, jetzt machen wir das mal hier, das andere drehen wir dann auf. Zeigen wir, dass wir das hinkriegen. Da. Das habe ich das immer mit Augenmaß gemacht, das habe ich ganz gut hinbekommen. So. Das ist ja auch dick. Genau, man muss hier schon auch ein bisschen schieben. Sonst auch immer mal Probe nähen mit ein Stück. Das ziehe ich mir jetzt hier durch. Gerade. Wenn die Naht jetzt mal leicht nach oben ist, ist auch nicht so schlimm. So, guck, jetzt kommen wir da hinten raus. Das schaut gut aus. Jetzt sehe ich hier das. Da muss man das nicht schenken, weil das kann ein bisschen tricky sein. So. Jetzt ziehen wir das mal raus. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert hat. Ja, das sieht besser aus. Sehr gut. Okay. Bömmel dran, aus die Maus, Mütze fertig. Ja. Kann ich da noch irgendwie was auch mit Verzierung oder so machen? Ja, du könntest natürlich jetzt hier alles nochmal rundherum absteppen. Mhm. Du könntest von innen vielleicht ein Paspel nähen, aber nö, würde ich jetzt, ist ein bisschen schwierig. Also Fortgeschrittene könnten ein Paspel rummachen, für Anfänger würde ich es jetzt mal so lassen. Den musst du mit der Hand annähen. Das geht leider nicht mit der Maschine. Aber dann ist es doch eine ganz tolle. Ganz süß. Na? Schön. Wunderbar. So, haben wir es geschafft. Dann würde ich mal sagen, viel Spaß beim Nachnähen. Macht so, wie wir es gezeigt haben. Gerade von innen ist ein bisschen besser. Und dann kann der Winter jetzt kommen.